Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radview Video Magazin und der kleinen Reportage zur Kirmes in Hückelhoven. Vom 23. bis zum 26. Mai 2015 fand in Hückelhoven wieder die Pfingstkirmes statt. Mit den Veranstaltungshighlights am Sonntag mit der Happy Hour von 14 bis 15 Uhr, dem Feuerwerk am Montag und dem Familientag am Dienstag mit ermäßigten Preisen. Die Innenstadt Kirmes in Hückelhoven bietet alles, was eine Kirmes braucht. Also natürlich eine Vielzahl an Imbiss- und Ausschankbetrieben sowie Verlosungen und Glücks- und Geschicklichkeitsspiele. Auch einiges für die ganz Kleinen wird hier geboten. Da dürfen Kinderkarussells natürlich nicht fehlen. Was ich schade finde, ist, dass es hier eine Vielzahl an Händlern gab, die zum Beispiel Klamotten, Kappen oder Gürtel angeboten haben. Aber worauf ihr hier jetzt sicher alle gespannt seid, sind die großen Fahrgeschäfte, zu denen wir jetzt kommen. Raupenbahn von Mainka. Richtig alt, aber kein bisschen in die Jahre gekommen ist die Raupenbahn vom Heinsberger Schausteller Manfred Mainka. Die Berg- und Talbahn von 1930 dreht auch noch heute tadellos ihre Runden. Klassiker ist natürlich der Moment, in dem sich das Dach schließt. Autoscooter von Losen. Was auf keiner Kirmes fehlen darf, ist der Autoscooter. In Hückelhoven gastiert zur Pfingstkirmes der große Autoscooter von Losen. Bayernwippe von Krüger. Der Schausteller Krüger aus Rostock reist mit einem Schunkler von Höppler unter dem Namen Bayernwippe. Wie das kommt? Naja, das Geschäft ist von 1979 und gehörte damals Zimmermann aus München. Aber keine Frage, das 15x16 Meter große Fahrgeschäft ist, egal ob nur beim Zusehen oder beim Selberfahren, eine Mordsgaudi. Flash von Weber. Auch der Flash von Weber macht an Pfingsten Halt in Hückelhoven. Was soll ich jetzt hier groß zu den technischen Daten der KMG-Invasionsschaukel sagen? Das hat der Kultrekommandeur Sven Rümmel schon für mich gemacht. Top, so muss das laufen. Guck mal, er nimmt den Flash auf, ne? Ah, und dann sagte der Flash ist 25 Meter hoch, meine Damen und Herren, voll crazy. Yeah, check it out. Der hat dann so 1000 km/h Endgeschwindigkeit. Er flippt so völlig aus. Und der Moderator, ne? Der hat ja völlig einen Moment. Der geht ja überhaupt nicht, aber er macht trotzdem Spaß, ne? Schöne Song, ne? Der Flash ist gebaut worden im Jahre 2000 und... Na? Weißt du? Muss ich doch bevor die Daten, muss ich ihn doch sichern. 2008. Ah, schön! Ja, und da kam er raus. Gebohrt wurde 2000. Ja, ach, eigentlich bleibt immer noch mal. So, wir halten wieder bitte schön. Neue Reise, wer wird nicht, ne? Bauzeit. Fläche 30 mal 30 Meter eigentlich. Jetzt mal locker. Jetzt kommt der zweite Teil. Der zweite Teil ist 360 Grad Drehung. Das kann kein anderes Karussell. Kein anderes Karussell so schön wie wir. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Downtown von Hoffmann. Das stylische Labyrinth Downtown von Hoffmann aus Dietz hat die Maße 17x6x7 Meter und sieht wirklich sehr nice aus. Highlight für mich ist, dass hier jeder Besucher ein paar weiße Handschuhe bekommt, damit keine Fingerabdrücke auf den Scheiben sind und auch der Nächste nicht weiß, wo es lang geht. Disco Dancer von Van der Salm. Aus dem niederländischen Grenzgebiet reist Jack Van der Salm mit seinem Scheibenwischer Disco Dancer an. Bis zu 20 Personen nebeneinander finden hier vor der mit Stars bemalten Rückwand in einer Gondel Platz. Willy der Wurm von Roos. Natürlich darf auch in Hückelhoven eine Achterbahn nicht fehlen. Willy der Wurm von Roos ist der Kiddie Coaster, bei dem die Kleinen ganz große Augen bekommen. Ein schönes Theming und eine langsame Fahrt sind doch das Idealste für die Kinder. Nun lasse ich euch noch mit ein paar Impressionen der Hückelhovener Kirmes alleine und sage jetzt schon mal, ihr seid die coolsten, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus, euer Bro. Peace.
So, kannst du fertig, kannst du Kamera ausmachen, ist gelaufen.